Wir machen weiter mit Ozymandias und mit dem neuen VX-Spiel, das in der Bronzezeit spielt. Sind in der vierten und letzten Mission der Einzelspieler-Kampagne weiterhin viel Vergnügen und haben hier viele Flaggen reingesetzt. Nächster Schritt, den wir uns überlegen müssen, ist die Frage. Geld, Armeen könnten wir ausheben, ist zu früh. Die heben wir direkt an der Grenze aus. Geld ist schon ausgegeben. Ach so, wir hatten uns überlegt, ob wir noch Nahrung für irgendwas ausgeben könnten, sollten. Wir könnten anfangen, weil die werden uns irgendwann nerven hier. Die werden uns das Mittelmeer zubauen. Im Augenblick ist uns das egal, weil wir das Wasser noch nicht nutzen. Na? Aber irgendwann werden wir sagen, Mensch, hätten wir uns nicht früher dahin expandiert. Wir könnten hier hoch zu der Insel hin, 6 ist billig, einmal ausgeben, haben wir eh Schwund. Im Augenblick haben wir einen Schwund von der Nahrung, verlieren wir jede Runde. 4 ist Schwund, weil wir das nicht ausgegeben haben, die 13. Deshalb ist 4 Schwund. Da können wir genauso gut auch sagen, wir geben das aus. Wir können auch Geld übrigens investieren in einen geringeren Schwund von Nahrungsmitteln. Aber ich würde das eher, wenn, investieren in Forschung. Weil da macht das eher Sinn. Wann passiert es, dass man viel Nahrung auf Vorrat sammelt? So gut wie nie. Forschungspunkte schon eher. Wir könnten den Schwund hier um 5% senken. Mit 15 Geld. Andererseits haben wir dann nächste Runde auch weniger Nahrung, weil wir im Augenblick, ich zeige euch das mal, wenn wir hier auf 100 zurück, auf 0 zurückgehen, hätten wir nächste Runde nur 24 Nahrung. Wir kaufen halt 100% des Geldes, geben wir aus. Ich würde es erstmal so lassen, weil diese Boni hier, die man da bekommt durch Geld ausgeben, also die sind so gering, das überzeugt mich. Wenn man irgendwann mal wenig, nicht weiß, wohin mit den Ressourcen, dann könnte man sich das womöglich überlegen, okay? Aber wir investieren etwas hier rein, das ist schon so billig. Wir gehen hier oben hin, wir können hier uns hocharbeiten. Und hier irgendwann eine Wüstenstadt bauen, nur um das zuzubauen, damit vielleicht kommen wir wirklich nach Kreta hin. Das sind 2 Felder, aber die sind sehr stark. Aber das wird Druck geben, da müssen wir da Armeen und Flotten hinschicken. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Im Augenblick bringt uns das Meer nichts. Da würde ich ja schon, das machen wir alles nicht. Ich habe keine Lust, hier für nichts irgendwas auszugeben. Das lohnt sich. Das können wir kaufen, denn dann... Nee, das war's. Alles bleibt so, wie es ist. Höchstens hier nach oben, dass wir hier was hochkommen. Und eine Runde weiter. Oh, 4 Felder kaufen wir für einen Schlag. Die kaufen dich... 3, 2, 3, wie viel? Oh, wir können immer noch die kostenlose Flagge hier holen. Anfordern, dass wir für jeden Hügel 3 Geld bekommen in dieser Runde. Oder eine Stadt in einem Fluss errichten und dann bekämen wir eine Ertragstechnologie für Flüsse. Haben wir, ja, würde ich, können wir machen. Wir können hier, ach, jetzt wird spannend. Wir könnten hier unten eine Stadt hinsetzen. Das hatten wir eh überlegt, die wäre nicht, oder an der Küste. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die wäre super billig. Die kostet uns nur... Ach, können wir uns jetzt nicht anzeigen lassen. Hier oder da unten. Hier unten wäre sie strategisch sinnlos. Hier schon eher. Dann können wir hier billiger dazu kaufen. Wir kämen eine Ertragstechnologie für Flüsse. Welche werden noch da? Welche Ertragstechnologie? Wurde uns das angezeigt? Welche? Irgendeine können wir uns dann frei aussuchen. Das könnte dann eine sein. Die könnten wir dann für lau bekommen. Die uns sonst 87 Forschung kostet. Ein... Nahrung mehr pro Fluss. Wir haben zwar nur 6 Felder, aber hey, jede Runde 6 mehr. Fände ich eigentlich eine coole Idee. Können wir uns echt mal machen, ne? Ich würde die Städte eigentlich jetzt erstmal nicht gründen, aber das hätten wir sofort reingespielt. Denn wir verlieren ja für jede Stadt, in der 2 Bürger sind, dann 2 Nahrung pro Runde. Aber dadurch, dass dann all diese Flussfelder dann mehr bekommen, das haben wir sofort wieder raus. Das können wir echt machen. Das machen wir unbedingt. Die holen wir uns hier. Dann schauen wir mal, ob wir... Dann gründen wir die Stadt. Hier vorne für 16. Und können von hier aus weiter billiger machen. Jede Runde kommt Nahrung dazu. Die kaufen wir uns hier. Klasse.
Jetzt haben wir, können wir uns eine Gratis-Flagge setzen auf irgendeinem ebenen Feld, wenn wir wollen. Wir müssen uns weiter Richtung zu den Nachbarn entwickeln. Das ist super wichtig. Hier, die kommen schon zu uns rüber. Da müssen wir hin. Das ist sehr billig. Das ist eine Ebene. Das ist hier langweilige Wüste, aber ich will zu den Ebenen hin. Kaufen das Grasland auf jeden Fall. Wir wollen die Hügel besitzen. Das können wir auch nachher kaufen. Hier müssen wir schnell hin. Die sind ganz schnell hier unten und wir müssen denen irgendwie zuvorkommen. Einmal das hier. Jetzt haben wir immer noch 10 übrig. Wir kaufen uns näher die Insel hier. Dafür brauchen wir eine Wasserverbindung hier. Jetzt haben wir 37, die wir noch von unseren Forschungspunkten ausgeben können. Wir haben 5 Hügelfelder, 7 an Ebenen. Wir könnten ausgeben, ein Gold jede Runde für Ebenen. Ich wiederhole mich, das sind dann nur die Hälfte an Nahrung. Wir könnten in die Hügel, die wir immer mehr haben, investieren. Gibt auch Gold, das finde ich alles nicht so spannend. 5 Flüsse. Ich glaube, es ist Zeit, in Geld reinzugehen, denn wir haben gleich die Kämpfe, dass wir Armeen aufstellen müssen dann sind und Machtpunkte investieren, sind wir froh, wenn wir Geld haben. Wir haben hier 7 Ebenen, 7 Gold mehr. Da gehen wir jetzt hier rein. Langsam wird Zeit. Eine Armee können wir aufstellen, kostet 40 Gold, sollten wir allerdings machen, in einer Grenzstadt. Das heißt, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir hier demnächst eine weitere Stadt gründen. Wir haben 3, die vierte ist bei uns nicht teurer, ne, weil wir industriell haben. Neue Städte kosten nicht mehr als frühere. Wir sollten auf einem dieser Geländefelder gleich eine Stadt gründen. Das wäre eine Küstenstadt, dann könnten wir von dort Flotten losschicken, aber Armeen sind wichtiger, wir könnten hier hin. Von hier aus hätten wir auch Druck und Macht auf die Geländefelder und könnten die absichern. Mit dem Machtfeature, das ist die Machtübersicht. Im Total geht es weiter, sobald wir eine Armee haben. Ich glaube, ich würde das machen. Die Geländefelder kommen neu dazu. Hier gründen wir gleich eine Stadt, die decken wir ab. Oder wir denken, ja, geht ja nicht anders. Denn ja, geht ja nicht anders. Wir dürfen Städte nur gründen, nicht direkt an feindlichen Grenzen. Immer ein Feld Abstand. Das heißt, falls die hier die Geländefelder dazu kaufen, haben wir Pech. Dann können wir hier keine Stadt gründen, müssen das hier unten machen. Also wenn das so ist, dann gucken wir, ich hoffe mal, die werden nicht gekauft hier was. Dann können wir hier eine Stadt gründen, notfalls müssen wir dann hier gründen. Okay? Eine Runde weiter. Ja, das wäre dann Jerusalem. Ganz genau. Geld geht wieder komplett in Nahrung. Alles klar? Eine Runde weiter. Daumen drücken, dass hier nichts geklemmt wird, Leute. Daumen drücken. Da ist eine geklemmt worden, aber das geht noch. Ah, Scheibenkleister. Ah, so ein Mist. Mühlrad, errichte eine Stadt auf einer Ebene und man bekommt einen Ertragstag dafür. 3 Flaggen der Wüste und alle Wüstenflaggen-Tags. Das ist beide spannend. Wir checken trotzdem, ob wir überhaupt vorhaben. Vielleicht haben wir sowieso vor, eine Stadt auf Ebene zu gründen. Wir checken erstmal das hier. Wollen wir eine Stadt auf einer Ebene setzen? Ah ne, hier können wir eine Stadt gründen, das ist Ebene. Da geht nicht, direkt neben den Grenzen. Wir können nur da oder da, dann würde ich hier. Das übt dann hier, sichert das Territorium ab. Hier gründen wir jetzt eine Stadt auf einer Ebene. Wir könnten uns dann eine Ertragstech für Ebenen aussuchen, ist noch eine übrig. Das wäre diese hier. Eine Nahrung pro Runde durch Ebenen, 8 Nahrung mehr jede Runde. Machen wir. Die Wüstenkarte wäre cool, aber wir machen es so rum. Jetzt gründen wir hier unsere Stadt, bekommen dieser Ertragstag dazu, 7 Nahrung mehr, hier unten steht es, jede Runde, fein. Ja, das ist ja nicht Jerusalem, sondern Aleppo, so kann man es auch sagen. Und jetzt haben wir Unmengen an Forschung, jetzt kaufen wir erstmal noch mehr Geländefelder dazu, besser kaufen als nachher erobern. Guck mal, wie billig die geworden sind.
Ihr seht im Tooltip warum. Stehen direkt neben uns. Wüste hat einen höheren Basiswert, deshalb ist das so teuer. Das kaufen wir, das kaufen wir. Nächste Runde sollten wir die haben. Wir setzen nächste Runde, kaufen wir hier auch eine Armee. Ja, immer noch 13. So, wenn wir das Wüstenfeld, kaufen, können wir nachher Druck ausüben mit Armeen. Wenn ich sich das schon. Wir haben nur ein Gold davon. Alternative wäre, wir haben nur 13 Nahrung. Alternative ist hier, genau, Gebirge im Süden, Sechserpasch. Hierhin vor, weil der geht auch in die Richtung. Wir sind froh, wenn wir die Berge haben. Wüstenfelder gibt es ja links Sand am Meer. Wirtschaftlich ist die Wüste Quatsch. Das ist ja nur ein strategischer Gedanke. Das ist ja, wir können immer nur eine Armee auf ein Feld draufsetzen. Na? One Unit per Teil. Gilt dieselbe Regel wie bei Civ 6. Ne? Andererseits, wann werden wir vier Armeen haben, um das hier alles abzusichern? Das wird ewig dauern. Vielleicht bekommen die sogar durch Druck gleich die Geländefelder zurück. Wir gucken mal, wir gehen mal spionieren. Zypern können wir uns holen, ja? Das können die anderen sich noch nicht holen. Das können wir auch nächste Runde uns holen. Ich glaube, wir gehen hier unten hin. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal checken? Ob die anderen schon Armeen haben. Wir gehen mal schauen. Das ist unsere Übersicht, wo wir stehen. Also wir haben im Augenblick vierte Zahl in der Mitte. Armeen und Flotten 0. Die haben 0, die haben 0, die haben 0. Alle haben im Augenblick 0. Wer würden die auch sehen auf der Karte? Wie gut stehen die anderen? Die haben 26 Felder, 21, 28, 20, 30. Wir liegen nur ganz knapp vorne. Stadtbevölkerung, wir haben 10, 5, 2, 3, 3. Wir liegen knapp vorne. Wir haben gut expandiert. Vom Vermögen her, wir liegen knapp vorne in allem, weil wir die Quests haben. Ich habe das schon mal erwähnt, die KI hat keine Quests. Aber gleich beginnen die Kämpfe. Wir gründen gleich die erste Armee hier. Die kostenlose Flagge, ja. Eine kostenlose Ebenenflagge. Wollen wir eine kostenlose Ebenenflagge irgendwo haben? Es gibt gar keine Ebenenflaggen. Mit anderen Worten, die machen wir jetzt. Ja, die hätten uns viel früher holen sollen. Hier gibt es weit und breit keine Ebenen mehr. Die werden wir nur noch durch Eroberung bekommen können. Ach blöd, die haben uns schon gesetzt. Ich mach mal den Radierer. Wir holen uns nochmal das Mühlrad, also mit dem Radierer, der ist extra dafür da, geht mal eine Runde zurück. Jetzt holen wir uns die Gratis-Karte hier. Das war die teure, oder? Wie komme ich denn wieder zurück? Nochmal Radierer. Die hier. Das ist das Teurere der beiden. Jetzt machen wir die Flagge hier vorne. Jetzt kaufen wir das. Ja, und jetzt gründen wir erstmal unsere Stadt. Die gründen wir hier. Jetzt haben wir alle jetzt holen wir uns die Ertragstechnologie, diese hier, dass wir mehr Nahrung haben. Und jetzt kaufen wir das für 1. Das hat sich kaum gelohnt. War im Prinzip verschenkt. Boah, 50 Forschung. Wofür hatten wir die eben ausgegeben? Noch gar nicht, ne? Krass. 2 Nahrung immerhin gespart, ja? Wir haben sehr. Die Ebenen haben wir, die Erträge komplett. Macht brauchen wir noch nicht. Grasland haben wir 4. Es wird auch nicht sofort viel dazukommen. Hügel lohnt sich am ehesten. Das ist eigentlich nur Gold. Ich würde gerne eine Nahrung pro Hügel haben. Da brauchen wir 62. Die haben wir nächste Runde. Ja, weil Hügelfelder werden wir in irrem Tempo dazu bekommen. Wir können auch damit anfangen, Wasser langsam dran zu denken. Aber ich würde erst gerne Hügel. Wir können die eine Forschung pro Grasland schnell abgreifen. Lassen wir überlegen, wie viel Forschung haben wir nächste Runde. Wir brauchen nächste Runde, um die Nahrungstecke, die letzte, uns zu holen für Hügel, brauchen wir 62 Forschung. Nächste Forschung werden wir haben. Nächste Runde werden...
Nächste Runde werden wir haben an Forschung. 88. Wir brauchen 62. Das heißt, wir können auf jeden Fall, die Inflation kommt auch noch dazu. Wir können auf jeden Fall 26 ausgeben. Wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich 28 oder 30 mit dem Schwund. Wir könnten uns also problemlos die hier holen zum Beispiel. 25, also 4 Forschungen mehr jede Runde durch die 4 Graslandfelder. Die können wir uns jetzt schon mal auf jeden Fall leisten. Dann haben wir nächste Runde. 74 Forschung. Und die investieren wir dann nächste Runde hier rein in die Berge und in die Nahrung darüber. Ja? Okay. So machen wir das, ne? Dann holen wir uns jetzt noch weitere Felder. Wir haben 15 Nahrungsfelder. Ich würde mir das gerne klemmen, bevor die sich das holen. Auch wenn wir da noch nichts von haben. Andererseits, die Berge sind viel wichtiger. Wir müssen uns hier eine Nase in die Mitte reinholen. Hier geht's hin. Jetzt haben wir nur noch 7. Das wäre genau das hier oben. Exakt. Dann verzichten wir auf die Wüste hier. Alles klar? Glatte ausgegangen, kein Schwund bei der Nahrung. Wir können uns jetzt die erste Armee kaufen, das sollten wir auch machen. Ich würde die hier draufsetzen. Die können wir auch zu Beginn der nächsten Runde kaufen. Wir können eventuell das Feld hier uns holen. Lass uns mal gucken, wie viele Machttechnologien haben wir schon? Noch keine. Machttechnologien sind die Defensive gegen feindlichen Druck. Wie viele Machttechnologien haben die Nachbarn schon? Wir gehen mal lauern. Machttechnologien sind diese Zeile hier. Wir haben 0. Das ist die Defensive, wenn wir mit Armeen an deren Grenzen gehen und versuchen, Geländefelder direkt daneben uns zu holen, dann können die sich am besten schützen mit Machttechnologien. Dann brauchen die keine Armeen vor Ort, sondern sagen die einfach, das Geländefeld, das du dir holen willst, da setzen wir eine Macht drauf. Und die schalten wir dadurch frei, dass man hier zum Beispiel sagt, ein Flussfeld wird geschützt mit einer Macht defensiv. Oder die unsere Graslandfelder, die werden mit einer Macht geschützt. Also wenn wir hier Druck gleich aufbauen und unser Nachbar, der hellblaue hier oben, der hätte hier eine Macht auf Graslandfeldern und unsere Armee dagegen würde eine Macht ausüben, dann hätten wir eine Macht von unserer Armee, eine Macht vom Grasland, das würde sich ausgleichen. Man braucht immer eine mehr an Macht, um Druck auszuüben. Ja? Haben die anderen schon Machttechs? Mal gucken. Die haben 2 Machttechnologien. 2, 2, 1. Ja, die haben auch schon damit angefangen. Machttechnologien helfen uns nur in der Offensive, nicht in der Defensive. Wir kaufen eine Armee zu Beginn der nächsten Runde. Wir können hier die schon mal hier hinziehen. Aber ich würde die lieber nächste Runde hier hinziehen. Und dann Druck in alle Richtungen ausüben. Weil das Gute ist, Armeen können immer nur entstehen in Städten. Und wir sind die einzigen mit der Grenzstadt. Die haben ja eine Armee, eine Stadt, die können eine Armee mit schätzungsweise 8, 10 Nahrung hier vorschicken an die Grenze. Die können sich schützen. Aber die nicht, die müssen erstmal eine Stadt hier hinsetzen. Die können eine Stadt in derselben Runde setzen und dann die Armee vor Ort bauen. Das ist möglich. Aber ich will die nicht vorwarnen, indem ich jetzt hier eine Armee produziere. Wir machen das in der nächsten Runde. Ja, das ist der Plan. Alles klar. Und eine Runde weiter. Ja, die bauen hier rund um die neue Stadt aus. Ja, und die expandieren nicht Richtung Süden. Und hier kommt der erste Kampf. Also der erste Druck beidseitig, der sich aber neutralisiert. So. Wir können anfordern, dass wir in dieser Runde für jedes Mehrfeld, das wir haben, 4 Forschung bekommen. Wir haben eines, glaube ich. Heilige Stadt, das ist auch doof. Eine Stadt in 5 Feldern Entfernung bauen und dann hat diese Stadt einen Bevölkerungspunkt mehr gratis. Statt 2, 3. Wir haben 3 Meeresfelder. Wir können die Meereskarte uns holen. Und die irgendwann mal einsetzen. Wollen wir eine Stadt gründen in absehbarer Zeit, die mindestens 5 Geländefelder entfernt ist von einer unserer jetzigen? Wir haben 1, 2, 3, 4. Wir werden sicher hier unten eine hinsetzen, weil der hat auch schon eine Grenzstadt. Wir werden sicher eine hier mal haben und einmal eine hier. Wüste holen wir uns demnächst, das zuerst. Wir können hier mal zählen. Ja? 1, 2, 3, 4.
4, 5. Boah, wisst ihr, wie teuer das ist? Berge sind schon teuer. Und 5 Geländefelder war... Nee, bei uns sind ja nicht teurer. Wir haben die Eigenschaft industriell. Neue Städte, Moment mal, kosten nicht mehr als frühere Städte. Ja, aber die Entfernung ist trotzdem teuer. Eine Stadt auf die Berge brauchen wir auf jeden Fall. Und 3 Bevölkerung drauf gibt auch mehr Machtdruck. Aber irgendwann mal, wenn wir sehr viel Forschung dadurch abgreifen, irgendwann mal. Sagen wir mal so, ich nehme die obere, wisst ihr warum? Wir gründen natürlich mal eine Stadt auf einem Berg, das kann gut sein. Aber wir brauchen da nicht unbedingt den dritten Bürger, die Belohnung ist nicht so attraktiv. Die Voraussetzung schaffen wir irgendwann mal, aber die Belohnung ist nicht so wichtig wie die Belohnung. Das ist die coolere Belohnung, wenn wir mal viele mehrere haben, wir holen uns die hier. Und da wir nicht, da das die erste Karte ist, man kann bis zu 3 stapeln, dauert das auch noch länger, bis wir die aufgeben müssen. Das ist alles okay. So, jetzt gehen wir vor und machen. Oh, schaut mal. Hier, das Feld haben wir nicht bekommen eben, weil die Druck, weil der Machtdruck, das ist die Machtanzeige, die ist gleich groß von beiden Seiten. Und anscheinend hat das dazu geführt, dass wir die Flagge nicht setzen konnten. Ich wurde uns gemobst, die Flagge. Die war nicht möglich. Das Geländefeld, da haben nur die Druck drauf. Das werden die sich nächste Runde holen. Da nivelliert sich der Druck. Wir haben einen Druck, die einen. Und da haben wir einen Druck. Das Geländefeld würde zu uns rüberflippen, falls wir hier eine Armee hätten. Das Geländefeld flippt nicht zu denen rüber. Die müssten, das zeigt nur an, wie groß der Druck ist, die müssten eine Armee daneben haben. Dann würde der Druck ausreichen. Ja? Und jetzt machen wir auf jeden Fall Folgendes. Jetzt kaufen wir eine Armee, unsere erste. Jetzt ist auch gleich das Tutorial wieder da. Platzieren die in der neuen Grenzstadt hier. Was als aufstrebende Zivilisation begann, mündet nun in das unvermeidliche Finale. Einen blutigen Kampf zwischen erbitterten Rivalen. Um feindliches Land zu erobern, müssen sie zunächst eine Einheit auf ein angrenzendes Feld verlegen. Und dann müssen wir und darauf mehr Macht haben als der Besitzer. Zunächst bedrohen wir das Feld nur, aber wenn ihr Rivale seine Situation nicht ändern kann, fällt das Feld an uns. Vergrößern Sie Ihre Armee, gehen Sie die Offensive. Wir brauchen immer mehr Armeen, immer mehr Macht und wir müssen es finanzieren. Wir sollen uns 3 Macht kaufen, zeige ich euch gleich, dann ging es weiter mit dem Tutorial. Das ist der Machtwert hier. Wie man sich Macht kauft, zeige ich euch gleich. So, jetzt überlegen wir aber erstmal, wir können unsere Armee verschieben. Und die verschieben wir jetzt hier hin. Das kostet uns 2 Nahrung. Aber dann üben wir, ich zeige euch vorher mal die Machtanzeige noch. Das ist die hier. Und damit im Augenblick üben wir Druck aus auf beide Felder. Und die beiden würden zu uns flippen. Beides ist aber Wüste. Die nächste Armee können wir schon in der nächsten Runde kaufen. Die kostet 70, das geht glatt auf. Nächste Runde können wir schon die zweite kaufen. Das ist so Machttechnologien zeige ich euch gleich, wenn man das macht. Jetzt noch nicht. Ich will erst eine zweite Armee gleich haben. Wir können mit der schon mal hier hinziehen. Weil das Feld hier vorne ist das Spannendere. Das hätte ich gerne. Wir üben mal Druck aus auf all die hier. Und jetzt seht ihr, wie wir Druck ausüben. Wir bekommen die noch nicht. Damit ein Feld flippt in der nächsten Runde, muss da so eine Zickzacklinie drauf sein. Soweit sind wir noch nicht. Das ist dann eine Runde später, ja? Jetzt kaufen wir uns noch möglichst viele Geländefelder dazu. Da können wir eine Stadt gründen. Für 24 Nahrung. Dann werden die nächsten deutlich billiger. Hier können wir sowieso keine Stadt gründen. Sollen wir hier eine Stadt gründen und die anderen dann erheblich billiger bekommen? Nämlich, ja, 4 Felder Entfernung von der nächsten Stadt. Wir würden 3 Nahrung sparen für jedes dieser 3 Felder und für jede, die kommt. Wenn wir hier drauf eine Stadt gründen, ja. Machen wir gleich, Ballett, Augenblick. Die würde ich hier mal kaufen. Weil es wird immer teurer hier. Das sind schon 5 Entfernung 4. Wir gründen hier eine Stadt.
dann können wir uns hier billiger weiterkaufen. Wir haben schon alle Hügeltechnologien, die sind nicht teuer. Wir kaufen also die jetzt hier billig weiter. Wir arbeiten uns hierhin vor. 16 bleiben. Wir kaufen uns die Insel. Die können wir uns auch holen. Die nutzen uns im Augenblick nichts. Die Insel kaufen wäre cool. Wir versuchen es hier nochmal, die zu kaufen. Wir haben hier mehr Druck als die. Wir sollten die halten, die Insel. Wir haben zwei Macht drauf, die eine. Wenn wir das Feld kaufen, gehört es auch uns. Hätten wir weniger Macht als die, Druck auf die, als die auf das Feld, dann wär das verschenkt hier. Wir versuchen das für eins zu kaufen. Und hier ist der Druck halbe halbe. Das nivelliert sich. Wir können das Feld nicht kaufen. Das können wir kaufen, aber das will ich nicht kaufen. Und jetzt können wir eine Sache machen. Im Chat wird das Thema auch schon angesprochen. Wir könnten auch eine Stadt auf Zypern bauen, können wir alles machen. Jetzt ist die Frage, wohin stecken unsere Forschung? Die Machttechnologien hier, das ist nur die Defensive. Ja, also damit bauen wir Druck auf unseren Geländefeldern, auf unseren eigenen. Aber keinen Druck auf die Nachbarfelder, glaube ich. Das ist nur das eigene Territorium. Ich glaube, wisst ihr das nochmal? Ganz schnell im Chat, die selber spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, Macht in Fluss heißt nur eigenes Territorium, die Macht drauf und der Schutz gegen die Armeen, gegen den Druck von außen. Aber es wird von dem Feld aus kein Druck nach außen ausgeübt. Ne? Nahrung auf Hügeln wollten wir. Das sind genau die 62, ja. Habe ich richtig im Kopf, ne? Wir kaufen, wir geben da einmal drauf aus. Jetzt haben wir noch 12. Wir könnten schon eine Machttechnologie in der Defensive kaufen. Wir sind froh, wenn wir sie haben. Aber es sollte ein sicherer Kauf sein. Wir sollten es absolut sicher sein, dass wir das brauchen. Hier schützen wir Ebenen. Ich bin mir noch nicht sicher. Das können wir auch nächste Runde noch machen. Das ist die Machtansicht. Was wir machen könnten, entweder nächste Runde eine zweite Armee kaufen. Wir brauchen nächste 70 Gold brauchen wir. 71 haben wir. Oder wir investieren jetzt einen Teil des Goldes in diesen Machtfaktor hier. Schaut mal hier unten. Hier verändert sich die Macht, die wir besitzen, insgesamt. Und zwar, das ist die Versorgung unserer Truppen, unserer Armeen, unserer Flotten. Und wenn wir hier einen Teil des Geldes, das wir erwirtschaften, da reinstecken, dann haben wir einen Machtpunkt mehr und dann üben wir hier eine nächste Runde, jetzt noch nicht, einen Punkt mehr Macht von der Armee auf die Nachbarfelder aus. Und dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die zu uns flippen. Andererseits, und die haben ja auch noch keine feindlichen Armeen bei uns, aber das Klügere wäre eigentlich, finde ich, erstmal nächste Runde so viel Geld zu haben, dass man eine zweite Armee kaufen kann. Das geht so glatt auf und noch ein bisschen Nahrung zu kaufen. Ja. Wir können allerdings auch Folgendes machen. Wir können hier zwei reingehen. So haben wir auch genug. Dann haben wir so zwei Macht in der nächsten Runde und nur etwas weniger Nahrung. Nahrung ist im Augenblick nicht so entscheidend. Lass uns das machen. Wir bauen eine Macht hier auf. Hier wird es auch angezeigt. Wir haben dann einen Machtpunkt hier. Und dann kaufen wir mit Nahrung noch. Das könnten wir kaufen. Können wir das halten in der nächsten Runde? Na, jetzige Anzeige nicht. Das kaufen wir nächste Runde. Wir kaufen jetzt Zypern dazu. Dann haben wir das sicher. Einverstanden? Den Berg noch für 5 können wir machen, ja. Und eine Runde weiter. Ganz schön spannend, oder? Was passiert jetzt hier vorne? Nächste Runde die zweite Armee. Und dann in den Angriff rein. So viel Spannung aus einem so simpel aussehenden Spiel.